Rund 2,5 Milliarden Euro wendet der Bund für Pflegegeldbezieherinnen und Pflegegeldbezieher aus. Rund 5% aller Menschen in Österreich erhalten Pflegegeld in Österreich. Und Frau Kollegin Balakowicz-Jenewein, das Pflegegeld wurde im Jahr 2009 erhöht, im Jahr 2011 erhöht und im Jahr 2016 erhöht. Ich weiß schon, es kann immer noch ein bisschen mehr sein, aber ich möchte auch dazu sagen, dass sich die Bundesregierung die Verantwortung für pflegebedürftige Menschen sehr wohl aus meiner Sicht sehr gut wahrnimmt. Zum anderen gibt es für Pflege der Angehörige, und das wissen Sie genauso gut, Frau Kollegin, den Unterstützungsfonds. Es gibt für pflegende Angehörige die Übernahme der Krankenversicherung und der Pensionsversicherung. Ich denke mir, auch in diesem Bereich hat die Bundesregierung die Verantwortung wahrgenommen, weil wir wissen, dass das für pflegende Angehörige nicht immer einfach ist und weil es uns allen gemeinsam, da bin ich auch überzeugt davon, ein Anliegen ist, bestmögliche Pflege anzubieten, aber auch die pflegenden Angehörigen bestmöglich zu unterstützen. Ich bin wirklich davon überzeugt und möchte das einfach zu Beginn auch klarstellen, weil immer so getan wird, es gibt in Österreich einen Pflegenotstand oder es wird in Österreich zu wenig getan dafür. Über 2,5 Milliarden Euro wird dafür aufgewendet. Abschließend möchte ich noch daran erinnern, dass es leider nicht gelungen ist, im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen den Inklusionsfonds für Menschen mit Behinderungen für die persönliche Assistenz zu dotieren. Und ich würde uns alle noch ersuchen, dass es uns vielleicht gelingt, in zweiter Lesung einen Entschließungsantrag nämlich einzubringen. Es gibt 300 Millionen Euro für den Titel Pflege, Soziales und Gesundheit. Und aus diesem Titel könnte man auch die persönliche Assistenz in den Ländern vielleicht finanzieren. Und es wäre ein großes Mittel der Bewusstseinsbildung an die Länder, die persönliche Assistenz auch wirklich in allen Ländern umzusetzen. Dankeschön.